So, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gems of War. Wir machen weiter, und zwar haben wir gerade die Mission hier erledigt. Wenigstens hatte der Troll recht, Höhen sind nicht für mich gedacht. Von der liebreizenden Königin Titania gefangen gehalten zu werden, ist verlockend. Aber sie würde mich jetzt höchstwahrscheinlich ablehnen. Ich rieche nach totem Troll. Alles in allem ist heute der schlimmste Tag meines Lebens. Ich hoffe, du versuchst einen anderen Ausweg zu finden. Wir laufen also nicht nur im Kreis herum, damit du mein Unbehagen etwas länger genießen kannst. Diese Wand voraus. Sie sieht irgendwie anders aus. Vielleicht werde ich endlich wieder die warme Sonne auf meiner hellen Haut spüren. Suche nach einem anderen Weg aus den Höhlen oder suche die merkwürdige Wand. Ich bin nicht zufrieden. Leider nicht viel. Mana Surge. 19, 20 schon. Kennen wir erst einmal den. Komm ich bei Lila auf einen 4er eher unwahrscheinlich. Der Gegner ist ja dran und hat ein Skill ready, aber wird erstmal getötet von meinem Steinriesen. Ein himmlischer Stein. Breche durch die Wand. Alter, ist ja richtig hässlich, das Viech. Gruselig und eine Spinne oder sowas. Scorpius. Ja, genau. Für den letzten zwei fallen 27 Schaden zu. Der Schaden ist bei 5. Ne? Kann einmal gezaubert werden. Naja, ich bin mal dafür, dass du das überhaupt gar nicht zaubern darfst, ne? Gehen wir schon hin. Ich denke, das wird jetzt nicht so kompliziert werden. Dann bist du der Mana, kriegst du es, dauert noch eine Weile. Mana Surge. Das Feld sieht voll Grütze aus, Alter. Hier ist gar nichts, ne? Ist wirklich echt überhaupt nichts. Können wir die töten? Leider nicht. Okay, ist ja gar nichts, what the fuck? Ist ja eine Vollgrutzfähigkeit, Alter. Du Armer. So. Zack, zack. Nix. Leider nichts. Diese Kreatur, es war wie ein alter Dämon, der hier gefangen ist. Und jetzt ist es frei. Warte, ich weiß, was es war. Habe ich erwähnt, dass mein Vater die besten Lehrer in ganz Kristara eingestellt hatte? Der Gottkaiser Scorpius, er war hier ein Gefangener. Kriege ich den jetzt? Oh.
Ach, leider nicht. Jetzt muss ich mit aller Eile fliehen. Komm. Gottkaiser Scorpius ist hier vor vielen Jahrhunderten eingefallen. Aber die Königin hat ihn gefangen genommen und eingesperrt. Und jetzt ist er frei. Die Königin und meinen Kopf dafür wollen, möglicherweise auch deinen. Bring Prinz Etoras zurück zum Schiff und entkomme. Flüchte zurück zur Küste. Miau. Ist ja süß. Ein Katzen-Sith. Oh, ist ja niedlich. Das Bild. Ja, na dann. Fangen wir mit den Extra Turns an, würde ich sagen. Ich würde sagen, immer die Schädel nicht mit war. So meiner. Und wieder den Skill ready. Das ist dämlich. Oh Mann, das ist bescheuert. Alter. Ja. Erreiche das Schiff. Oh, cool. Sieht nicht schlecht aus. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hier gibt's erstmal ein Schädel in die Fresse. Ich kann mir gerade ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie ich am Anfang mit so mega Low Speed spielen konnte. Also, das wäre ja eine. Ist ja wirklich eine Katastrophe gewesen. Wie konnte ich mir das überhaupt antun? War schon wirklich ziemlich. Jo. Krass. Das Schiff, endlich bin ich in Sicherheit. Und schau mich an, ich sehe schrecklich aus. Verstehst du das nicht? Es wird eine Woche dauern, diese Knoten auszukämmen. Und ernsthaft? Das ist schon wieder woanders. Das gehört eigentlich woanders hin. Ernsthaft, dieses und ernsthaft gehört woanders hin. Und das Dreck unter meinen Fingernägeln. Naja. Ah, noch einmal den Wind in meinem Gesicht spüren. Wie gut es ist, frei zu sein. Warte, sehen meine Elfenaugen etwas in unserem Weg? Ein Seemonster? Es ist ein Seemonster. Aber ich dachte, ich wäre in Sicherheit. Das ist so ungerecht. Betritt der Schiff und verlassen den Strahlewald. Sehr gesetzt. Ich habe gerade irgendwie Bock auf PvP, muss ich gestehen. Ich war irgendwie PvP gerade ein bisschen rumkämpfen. Verteidigung ist weiterhin mein normales Team. Das ist okay. Wobei. Ein drakonischer Mönch. Das Quickfarm-Team ist natürlich auch ziemlich krank, ey. Ja, wir nehmen das mal, das ist okay. Als Defense bleibt das, ist so gut. Machen einen gewerteten Kampf, den werden wir verlieren. Die einfach von den Punkten, die aber. Wahrscheinlich werden wir ihn verlieren, weil die von den Punkten, die aber so krass viel besser sind. Aber dann erneut sich das irgendwann mal, weil ich habe keinen Bock, da mal einen Diamanten auszugeben. Das ist mir echt zu schade, muss ich sagen, ne? Nee. Ich würde 2 Vierer-Turns machen. Das war mir ein bisschen wertvoller. Ich würde ganz gerne den 5er. Ich glaube, der 5er-Schädel, den immer mit zu zerstören, ist total worth.
Bin ich der Meinung. Das ist so dumm. Oh Mann, ey. Ah, nehmen wir mit. No, nicht den, Alter, du Spacko. Okay, dann mach ich rot. Oder wir nehmen... Ich nehme erstmal einen extra Turn. Er hat 24 und ich mache genau 24 Damage. 15 Schaden hat er, 9 macht meine Waffe. 24. Gewonnen. Im PvP gegen ihn gehen, not bad, Alter. Ich muss sagen, bin ich gerade ein bisschen stolz auf mich, ne? Revanche, plus 3 Ruhm, 3892, Ist auch doof, aber so diese Revanche-Dinge, ne, gibt mir ja irgendwann einen Event-Schlüssel, ne? Aber es ist lächerlich, nach 60 Siegen ein Event-Schlüssel. Eigentlich ein not worth. Gucken wir gleich nochmal, danach nochmal. Die Manta chill ich auch kaputt machen, ja. Schon ein bisschen crazy. Gehen wir gleich mal Gegner nach und nach. Lol. Lol. Ist das nicht der, der. Hä? Wer hätte denn hier gerade so unendlich viel Rüstung gehabt? War das nicht der? Das ist ein volles Weichei hier. Traf ich gerade nicht. Nun gut. Das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Steigen wir mal ein bisschen im PvP, würde ich sagen. Das Team ist schon heftig. Ah, okay, schade, Revanche ist nicht mehr da. Das ist ein dummer, ziemlich heftige Einheit gewesen, gerade die da vorgestellt wurde. Das ist wie 8 Schaden und anzufällige Gegner und durch die Rüstung von Verbündeten und Gegnern wird es gestärkt, was einfach nur total dämlich ist. Da platzt einfach mal das halbe Feld, ey. Ich verstehe nicht, warum die Feinde auf einmal jede Rüstung verlieren. Ist das ein Skill? Noch mal gucken, ey. Die verlieren die komplette Rüstung. Aber nur durch den Pfeil? Und dann kommen wir ja da. 3900, alles klar. Schauen wir mal. Will ich auch noch haben. Die Metraxia. Das verbrennt schon heftig. Nee. Hä?
Rapp ich irgendwie nicht so richtig. Ja, nicht mit. Ja, ein paar Schädel auflösen. Hier sind mir echt zu viele. Und das Braune mit noch. Na, noch kann man das hier benutzen. Schon ein bisschen grinsen, ne? Weil das schon ziemlich dämlich ist, ehrlich gesagt. Das Team ist ja sowas von krank stark, Alter. Eieiei, da bürste ich ja jeden mit weg. Eieiei. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, kurz mal eine kleine Pause, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den Gegnern auf die Fresse hauen im PvP. Bis dahin, ciao!